Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lugio Pro Dev Pro. Heutiger Deck Pro ist T70 mit einem Heretic Blue Eyes Deck, wie man hier ganz klar erkennen kann. Und ja, ich spiele ein Mirror Match mit 14 Karten im Extra Deck. Ja, warum bin ich jetzt wieder da? Weil ich jetzt wieder zu Hause bin. Und gestern Abend ging aber keine Aufnahme, deswegen mache ich das jetzt heute alleine. Und Maiden? Und Go. Alles klar. Welcher warst du? Okay. Once per turn, you can target. Gedöns. Ich kann fast nichts machen. Ich kann den normal. Und könnte ihn dann verbannen für den Red Eyes. Könnte hier reinlatschen. Ich könnte auch einfach eine Vanity setzen und Go sagen. Ich glaube, dafür bin ich gerade sehr. Dann habe ich das Raigeki, um nächste Runde die Vanity wieder loszuwerden. Nein. Okay, er muss Go sagen. Auch das ist doch jetzt ein Witz. So, ich müsste doch eigentlich, wenn ich da jetzt einfach so drüber latsche, dürfte er doch eigentlich den Effekt nicht aktivieren können, weil die Vanity liegt. Oder? Ah, doch, kann er. Kannst negieren und das Ding in Death drehen, aber halt kein Blue Eye Special. Okay. Gospel. Okay, jetzt kann ich zumindest anfangen, Sachen zu machen. Also dann Raigeki, wir ihm das mal um die Ohren. Normeln den dann da ganz regulär drüber. Genau, Effekt und wir holen uns ein Blue Eyes. Effekt. Wir werden beide zu Rang 8. Dann können wir uns den drüber legen und einen. Und einen Dark Matter oben drauf. Dark Matter Effekt, wir können so einen wegschmeißen. So einen wegschmeißen. Und keine Ahnung. Den wegschmeißen. Da muss er mal drei verbannen. So genau. Dann können wir jetzt hier mit Gospel den Blue Eyes reviven. Ihn für den banishen. Sein Effekt, wir holen uns den vom Grave. Angriff tot. Wird er eigentlich gebanished? Ja. Okay. Nach einem doch etwas holprigen Start, das hier relativ solide zu Ende geführt. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich bei der Deckbewertung.
Okay, wir haben zweimal den normalen Blue Eyes, ein Flame Will Guard, ein Red Eyes Darkness Metal Dragon, ein Alternate, Doppel Dragon Spirit of White. Jeweils Playset von den wichtigen Heretics, also sprich 3 Su, 3 Tefnuit, 3 Nephbet, 3 Esset, außerdem 2 Galaxy Soldier, zweimal den guten Weißenstein, zweimal Gospel oder Return, 3 Geki, 3 Heretic Seal of Convocation, 2 Trade-In, 3 Dragon Shrine, 2 Melody, Soul Charge, Beckoning Light, Vanity und Warning. Im Extra-Deck haben wir einen Twin Burst, einen Azure Eyes, Doppel Spirit Dragon, Black Rose Moonlight, Coral Dragon, Galaxy Eyes Dark Matter, Drachgluon, Hope Harbinger, Galaxy Eyes Tachyon, Heretic Dragon, Felgrand, Lancelot, Infinity und Nova. So. Was gibt es hierzu zu sagen? Also erstmal bin ich jetzt kein übertrieben großer Freund von dieser Combo. Ich sehe einfach jetzt nicht, wo sie so viel besser sein soll als der Standard Blue Eyes. Also die Argumentation war, dass das Ganze zwar brickt, aber wesentlich mehr Power hat. Die Sache ist jetzt, dass ich ein großer Freund von Consistency bin. Man hat gerade gesehen, das war der Brick des Jahrhunderts. Also, es war nicht mal wirklich Brick, aber doch, es war Brick. Ich konnte nichts tun. Du hast halt hier so viele Karten drin, mit denen du nichts machen kannst. Galaxy Soldier ist eine coole Idee. Wurde im Pure Blue ist auch gespielt, teilweise. Ist jetzt fraglich, ob man das machen muss hier, weil ich meine, das Deck brickt eh schon und der Galaxy Soldier hilft jetzt nicht dabei, sowas zu fixen. Ansonsten bin ich kein großer Freund von Triple Dragon Shrine. Meiner Meinung nach kommt der ein bisschen zu oft tot. Also, er ist schon gut, aber normalerweise reicht zweimal, wenn du ihn doppelt ziehst, ist RIP. Ansonsten haben halt die Heretics ihr übliches Problem. Der Kollege da bringt nichts First Turn. Deswegen hast du auch geschrieben, dass man mit dem Deck immer Second gehen möchte. Und den Kollegen, gut, dass man den Kollegen nicht drüber specialen kann, dass ich jetzt das Playset Asset gezogen habe ohne irgendwas anderes, war natürlich hart unfortunate. Ansonsten ist man hier auf zwei Gospel runtergegangen, was interessant ist. Aber wahrscheinlich völlig falsch, weil man hier nicht zwingend immer die Dragons im Grave hat. Na, also ich sehe wirklich nicht, wo das Deck hier so deutlich explosiver sein soll, weil ich meine, natürlich kannst du mit Asset auf die Ränge 8er gehen. Aber alleine hier, wenn du einfach nur sagen wir mal Tefnuit Nephbet hast oder Tefnuit Su. Da kannst du den einen über den anderen drüber tributen, holst einen Blue Eyes aus dem Deck und hast dann einen Blue Eyes mit 0-0 und den Stufe 6er Su. Und was machst du dann mit dem? Du brauchst Asset, um Stufen anzugleichen. Su ist. Also ich meine, klar, es gibt natürlich die Argumentation, dass man dann mit Dragon Spirit of White durchrotieren kann. Wenn man den dann mehrere Mal, halt nicht aus dem Deck, aber aus Hand oder Graveyard, mehrere Male specialen kann, um die ganze Backrow vom Gegner zu verbannen. Das ist natürlich ein Argument, aber das reicht mir fast nicht. Zolkin einzubauen kann man machen. Ich denke auch, du findest den Platz im Extra-Deck. Man kann zum Beispiel den Drachgluon. Na, den braucht man eigentlich fast für Mirror-Matches. Aber du kannst den Twin Burst vielleicht rauskicken. Du kannst vielleicht den Heretic rauskicken. Und dann findest du schon Platz für Zolkin Crystal Wing.
Ansonsten Twin Twister finde ich ziemlich gut. Beckoning Light, hast du ja gesagt, ist gegen. Na. Ja, genau, Beckoning Light ist halt, um Hände zu unbreaken, ist an sich schon ganz gut. Und wie du schon geschrieben hast, das Deck ist Backrow anfällig. Und zwar wie Hölle. Und dann sind keine Twin Twister drin. Was halt so ein bisschen meh ist. Also ich weiß jetzt wirklich nicht genau, was ich dazu sagen soll. Es ist eine interessante Idee, aber ich. Ich meine, du hast ja auch geschrieben, es ist. Es soll jetzt mal kein reines Fun-Deck sein, wo man sich dachte, hey YOLO, lass mal einfach irgendwas bauen, sondern das sollte schon irgendwie was Sinnvolles sein und du meintest ja, du siehst es fast auf gleicher Stufe mit normalem Blue Eyes. Nein, sehe ich nicht. Normales Blue Eyes brickt wesentlich weniger und hat, natürlich nicht mehr Power, ist klar, aber hat einfach noch mehr Def, weil du Weiler und so hast und konstanter den Spirit Dragon basteln kannst. Was mir hier auch ein Dorn im Auge ist, du kannst nicht so konstant auf den Spirit Dragon gehen und der Spirit Dragon ist einfach eine Bestie. Gut, ja, ich glaube, ich habe jetzt genug rumgemäkelt. Dann würde ich sagen, kriegt das Deck, so wie es da steht, mal 11 Punkte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal morgen dann wieder zu zweit. Bis dahin. Ciao.